Die meisten Jobinterviews, die meisten Vorstellungsgespräche gehen nicht schief, weil du mal eine Frage nicht beantworten konntest, weil du irgendwo mal ins Stocken gekommen bist. Die meisten Vorstellungsgespräche gehen schief, weil du nicht richtig vorbereitet bist, weil du was Entscheidendes in der Vorbereitung vergessen hast. So, und damit dir das nicht passiert, habe ich dir eine Liste zusammengestellt mit den wichtigsten Punkten, wie du dich perfekt auf ein Interview vorbereitest, wie du keinen wichtigen Vorbereitungsschritt vergisst. Und ich sage dir jetzt schon, einen Punkt davon, der wird dich sicherlich überraschen. Und ganz am Ende bekommst du von mir sogar noch ein PDF zum Download, dass du die Liste für dich immer vorliegen hast. Der wichtigste Punkt, und das wird von den meisten falsch gemacht, ist, dass du die entscheidenden Informationen über das Interview natürlich von dem Unternehmen bekommen könntest, aber die meisten Leute fragen nicht danach. Wann ist der beste Zeitpunkt, danach zu fragen? Du bekommst die Einladung zum Vorstellungsgespräch, meistens ja per E-Mail, und dann nutzt du diese Gelegenheit, diese Einladung zu bestätigen und ein paar wichtige Fragen zu stellen. Wichtige Fragen für dich sind zum Beispiel, wer sind denn die Leute, die in dem Interview sind? Wie ist der Ablauf des Interviews? Wie geht es nach dem Interview weiter? Zu wann soll die Stelle besetzt werden? Das sind super, super wichtige Informationen. Es gibt noch ein paar andere. Zum Beispiel, wenn du nicht weißt, wie das mit dem Gehalt ist oder wie das von den Arbeitsbedingungen ist, kannst du all diese Sachen jetzt im Vorfeld abklären. Das heißt, du bekommst hier strategisch wichtige Informationen, um dich perfekt auf ein Interview vorzubereiten. Dazu gibt es übrigens ein extra Video, wie du das genau machst. Das packe ich dir in die Beschreibung, in die Infobox und natürlich in die Shownotes vom Podcast. Punkt 2, du informierst dich über das Unternehmen. Ist ja mittlerweile relativ einfach, du recherchierst auf der Webseite und so weiter, googelst ein bisschen, aber was ganz viele Leute nicht machen, und das ist hier ein extra Tipp, schau mal bei Kununu nach. Bei Kununu gibt es ja oft auch, wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, Erfahrungsberichte von Bewerbern. Das heißt, hier erfährst du oft Insider-Informationen, wie Interviews ablaufen, welche Fragen gestellt werden. Das heißt, auch hier kannst du dir einen strategischen Vorteil verschaffen. Punkt 3, das machen wahrscheinlich die meisten, nochmal intensiv mit der Stelle beschäftigen, überlegen, okay, was sind die wichtigsten Fragen vielleicht auch, die dir gestellt werden zu dieser Position, zu deinen Erfahrungen, zu deinen Skills und dir dann da auch schon die richtigen Antworten zurechtlegen. Punkt 4, es gibt eine Frage, die fast todsicher gestellt wird und das ist, erzählen Sie etwas von sich, stellen Sie sich bitte vor. Das heißt, auf diese Frage kannst du dich ja jetzt schon perfekt vorbereiten. Und wie machst du das am besten? Du überlegst dir eine Antwort und du sprichst sie mindestens 3-mal laut aus. Mindestens 3-mal übst du diese Antwort. Wenn du es noch besser machen willst, suchst du dir einen Bekannten, Vertrauten, Verwandten, mit dem du es übst oder du nimmst es per Video auf und schaust es dir an. So bist du auf diese Frage, die ja fast 100% kommt, schon mal perfekt vorbereitet. Und das nächste ist natürlich, dass du sicherlich gefragt wirst, was zeichnet sie für diese Stelle aus? Warum qualifizieren sie sich für diese Stelle? Warum sollten wir sie einstellen? Das heißt, auch hier kannst du eine perfekte Antwort vorbereiten, genauso wie ich es gesagt habe. Das ist der Punkt 5 der Checkliste. Wenn du es richtig gut machen willst, dann machst du auch den Punkt 6. Du erstellst eine Liste mit Aufgaben, mit Herausforderungen, die natürlich relevant sind für die Stelle und wie du die erfolgreich gemeistert hast. Weil wenn du diese Liste hast, dann kommt ja oft, ja, können sie das irgendwie belegen und dann nimmst du deine Liste und sagst, ja, da und da habe ich das gemacht, da und da habe ich das gemacht, da habe ich noch eine Belobigung von meinem Chef bekommen. Damit bist du immer perfekt vorbereitet auf diese Themen. Der dritte Punkt, der so gut wie in allen Vorstellungsgesprächen vorkommt, ist ganz am Ende, haben sie noch Fragen? So, und auch da notierst du dir jetzt schon mal die wichtigen Fragen. Manchmal werden die ja im Laufe des Gesprächs geklärt, dann kannst du die schon durchstreichen. Das kannst du auch während des Gesprächs machen. Das zeigt auch, dass du gut vorbereitet bist. Aber die wichtigen Fragen für dich, die notierst du dir, sodass du, und das kommt auch immer im Interview gut an, wenn du dann tatsächlich diesen Zettel rausholst und sagst, okay, das sind die Fragen, die ich mir vorher notiert habe und die würde ich jetzt gerne mit Ihnen besprechen. So, dann als Punkt 8 nimmst du dir die wichtigsten Informationen über das Unternehmen. Du kannst es auch ausdrucken und mit Textmarker markieren. Die wichtigsten Fragen, die du hast und wie gesagt die wichtigsten Projekte und so weiter, packst die zusammen als deinen Spickzettel und nimmst die mit, packst die zu deiner Bewerbungsmappe dazu. Aber da sind wir auch schon bei Punkt 9. Denn bei Punkt 9 nimmst du deine Mappe nochmal komplett mit. Auch wenn du das verschickt hast per E-Mail mit allen Anhängen, pack dir nochmal eine Mappe zusammen. Idealerweise nimmst du sogar 2 Mappen mit, wo dein Lebenslauf drin ist, wo deine Zeugnisse drin sind,
wo vielleicht wichtige Projekte drin sind, weil manchmal haben die das gar nicht vorliegen, dann haben die das noch auf ihrem Rechner, dann hast du eine Mappe vorbereitet und kannst sie demjenigen übergeben. Eine Mappe ist für dich, damit du auch mal nachgucken kannst, wenn jemand irgendwie sagt, ja, bei dem Zeugnis so und so, da steht irgendwie gar nicht drin, warum hat das nicht ihr Chef unterschrieben, dann kannst du halt selber nochmal blättern und nachschauen und sagen, ah, nee, das war hier der Stellvertreter, das war der Prokurist oder sowas. Das hilft dir auf jeden Fall, auch wenn nach deinem Lebenslauf gefragt wird, was haben sie am 6. Januar 1996 gemacht und dir fällt es nicht ein, kannst du halt nochmal nachgucken und dann perfekt reagieren. So, und bei Punkt 10 gehst du in Gedanken das gesamte Vorstellungsgespräch nochmal durch. Ja, von der Anreise habe ich alles geklärt, zum Beispiel auch, kann ich da irgendwie parken, wo ist der Zugang und so weiter, über die Begrüßung, über die Vorstellung, über die wichtigsten Fragen, bis hin zu deine Fragen der Verabschiedung und das Besprechen der nächsten Punkte. All das gehst du gedanklich nochmal durch, weil so hast du das alles schon mal vorweggenommen und kannst viel, viel beruhigter in das Gespräch reingehen. So, und wenn du jetzt sagst, hey, diese Checkliste brauche ich unbedingt für meine Interviews, dann kannst du die downloaden. Das verlinke ich dir auch in der Beschreibung und in den Infoboxen und natürlich auch in den Shownotes vom Podcast. Wahrscheinlich hast du zwischendurch mal gestockt und gesagt, so bei haben Sie noch Fragen? Da fällt mir eigentlich nichts ein. Dafür habe ich ein Video für dich vorbereitet, wo ich dir genau erkläre, was du da sagen musst, damit du dich von allen anderen Bewerbern abhebst. Und dieses Video verlinke ich dir auch in der Beschreibung und natürlich hier als Infokarte und in den Shownotes vom Podcast.